Wenn du zu MindMeister eingeladen wirst, so klickst du auf den Link, den du in Google Plus, in Facebook oder über Mail bekommen hast. Und da klickst du auf Gratis anmelden. Und jetzt ist ganz wichtig, sie wollen dir natürlich ein Produkt verkaufen. Für uns in der Schule reicht eigentlich die Basisversion, die gratis ist und sich eben beschränkt auf drei Mindmaps. Das reicht normalerweise bei weitem, weil man ja fortlaufend ältere Maps wieder löschen kann. Ich klicke also auf Plan wählen und jetzt kannst du dich mit Name, E-Mail und Passwort anmelden oder allenfalls direkt mit deinem Facebook- oder Google-Account. Da wir eh den Google-Account intensiv brauchen an der Schule, wähle ich jetzt diesen hier. Und du brauchst nur noch auf Einloggen zu klicken. Bedingung ist natürlich, dass du bei Google angemeldet bist in diesem Browser. Und bereits bist du drin und es klappt. Den Rest, die Rechnungsadresse und so weiter, die kannst du dir sparen. Das ist nur, wenn du die bezahlte Version willst. Ich klicke auf MindMeister und du siehst, du hast Zugriff auf die Basisfunktion. Um auch über eine App direkt auf deine Mindmaps zugreifen zu können, musst du deinen Account noch ergänzen. Du klickst hier bei deinem Namen auf Mein Account, dann auf persönliche Daten und bei E-Mail und Passwort musst du die entsprechende E-Mail-Adresse angeben, in meinem Fall die Gmail-Adresse und ein Passwort und das Speichern. Jetzt ist dein Account bereit und du kannst auch von deiner App dazu darauf zugreifen.